Liebe Zuschauer, wissen Sie, was das Wort Holocaust bedeutet? Es bedeutet vollständiges Verbrennen. Am Morgen des 7. Oktober 2023 kamen tausende Palästinenser mit unzähligen Flammenwerfern, verbrannten Häuser, hunderte Autos und in etlichen Häusern wurden Menschen bei lebendigem Leib verbrannt. Ich treffe heute hier in Nir Oz eine Dame, die das Massaker am 7. Oktober überlebt hat. Es ist wichtig, dass die Welt erfährt, was hier im Kibbutz Nir Oz geschehen ist. An diesem Tag wurden wir hier für 8 Stunden alleine gelassen. Ich hatte Glück, denn am Freitag zuvor, einem Sukkot-Feiertag, sind wir abends um 7 nach Tel Aviv gefahren. Am nächsten Morgen, um 6.30 Uhr, bekam ich die erste Nachricht, den Schutzraum aufzusuchen. Das kam durch unsere Kibbutz-WhatsApp-Gruppe. Die Sirenen gingen los und jeder dachte, es sei nur ein weiterer Raketenangriff? Ja, es ging um 6:30 mit den Raketen los. Dann hat man 15 Sekunden Zeit, einen Schutzraum zu finden. Wenn wir viele Raketen über eine längere Zeit bekommen, gehen die Familien mit Kindern ans Tote Meer oder nach Eilat. Ich bleibe hier mit den älteren Leuten und den 10 Sicherheitskräften, die sich um den Kibbutz kümmern, wenn etwas passiert. Zuerst dachte ich, dies sei nur der normale Red Alert Raketenalarm. Doch als ich den Fernseher einschaltete, verstand ich, was los war. Wie gesagt, ich hatte das große Glück, am Vorabend abgereist und so zu diesem Zeitpunkt in Tel Aviv gewesen zu sein. Im Fernseher sah ich, wie Hunderte von Terroristen in den Kibbutz eindrangen. Wir sind sehr nah, nur 1,5 Kilometer von Gaza entfernt. Alle unsere Felder liegen nahe zur Grenze und sie haben den Sicherheitszaun aufgebrochen. Was geschah in diesem Haus? Wie hieß die Dame, die hier lebte? Das ist Carmela Dan mit ihrer Enkeltochter Noah.
Sie war die Erste, mit der ich gesprochen habe. Sie sagte, Rita, ich bin okay, aber bitte sprich mit meiner Tochter Hadass. Sie lebt auf der anderen Seite des Kibbutz und war sehr aufgebracht, denn ihre beiden Kinder waren bei ihrem Vater in einem anderen Ort. Der Vater und die zwei Kinder, Ofer, Eres und Zaha, wurden nach Gaza entführt. Dies sind Carmela Dans Enkelkinder. Eres und Zaha sind freigekommen, aber ihr Vater ist immer noch als Geisel in Gaza. Dann habe ich nochmal angerufen. Ich bin okay, es geht mir gut. Später nochmal. Es geht mir gut, aber Hadass ist außer sich. Und dann hatte ich keinen Kontakt mehr mit ihr. Ich dachte, vielleicht ist ihre Handybatterie leer. Erst später erfuhr ich, sie schleppten Carmela Dan mit ihrer Enkeltochter Noah. Sie lebte im Kibbutz Kisufim, wollte aber bei ihrer Großmutter übernachten. Sie haben die beiden aus dem Haus geschleppt und sie am Zaun ermordet. Ich weiß nicht, warum sie das getan haben. Hatte die Dame denn einen Schutzraum im Haus? Ja, natürlich. Jeder in Nir Oz hat einen Schutzraum, wegen der vielen Raketen. Aber diese schützen nicht gegen Terroristen. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen. Dies ist der Raketenschutzraum. Dieser Schutzraum sieht noch gut aus, dafür, dass das Haus abgebrannt wurde. Sie haben sie rausgezerrt, bevor sie das Haus in Brand gesteckt haben. Aber wenn man das hier sieht, so etwas zündet man nicht einfach mit Streichhölzern an. Die müssen doch vorbereitet gewesen sein, hatten Flammenwerfer dabei. Das war doch geplant. Als sie um 6.30 Uhr in den Kibbutz kamen, gingen sie zuerst zu unserem kleinen Supermarkt. Der war ganz neu, ich glaube ein Jahr alt, und haben ihn einfach niedergebrannt. Sie haben auch alle unsere Lagercontainer niedergebrannt. Diese stehen direkt am Zaun, wo sie eingebrochen sind.
In diesen Containern bewahrten die Leute vieles von ihrem Hab und Gut auf. Sie haben zuerst geplündert und dann alles niedergebrannt. Wie viele Terroristen aus Gaza sind nach Nir Oz eingedrungen? Es waren Hunderte von Terroristen. Es kamen aber auch viele Plünderer aus Gaza, die alles gestohlen haben, was ihnen in den Weg kam. Fernseher, Autos, Fahrräder. Letzten Monat erst hat die Armee ein gestohlenes Auto aus Gaza zurückgebracht. Aber auch Traktoren wurden gestohlen. Einen John Deere-Traktor haben wir inzwischen wieder aus Gaza zurückbekommen. Sie kamen nur, um zu morden, zu stehlen, Geiseln zu nehmen und die Häuser zu zerstören. Und für 8 Stunden konnten sie tun und lassen, was sie wollten. Denn wir hatten nur 10 Verteidiger. Es kamen aber Hunderte von Terroristen. So gesehen wäre es für die 10 besser gewesen, sich ihnen nicht entgegenzustellen. Denn die meisten von ihnen sind umgekommen. Manche ihrer Leichen wurden nach Gaza verschleppt. 2 sind immer noch dort. Hier stand mal ein Haus. Nur der Schutzraum ist übrig. Dieses Haus gehörte Amitai. Er liebte es, auf seinem Dach zu sitzen. Er saß im Rollstuhl und hatte einen Gehilfen aus Nepal, Jimmy, ein wunderbarer Mann. Am 7. Oktober wurde Amitai Ben Zvi hier von der Hamas ermordet und Jimmy, der Nepalese, nach Gaza verschleppt. Jimmy kam als Teil eines Geiseldeals mit anderen nepalesischen Arbeitern wieder frei. Aber sein Herz war gebrochen, weil er Amitai nicht helfen konnte. Schauen Sie, die Hamas kam von dort. Sie sehen, wie nah es ist. Dort ist Khan Yunis, Rafah ist dort. Und hier vor uns liegt ein kleines arabisches Dorf. Sehen Sie diese Tore? Dort sind sie eingebrochen. Kamen direkt hierher, ermordeten Amitai und entführten den Nepalesen. Sie gingen die ganze Straße entlang, verschleppten und ermordeten die Menschen und verbrannten die Häuser. Die Schicksale hier sind sehr traurige Geschichten. Aber wenn man denkt, es könnte nicht noch schlimmer, noch trauriger kommen, wird man hier eines Besseren belehrt. Ich möchte Ihnen die Geschichte von Bracha Levinson erzählen. Bracha Levinson war die Einzige, mit der ich an jenem Morgen keinen Kontakt hatte. Sie hat nicht geantwortet. Ich dachte, sie wäre vielleicht im Schutzraum ohne ihr Handy. Aber nein, um 6:30 hat sie mit ihren Kindern telefoniert. Und genau 6:40 haben sie nochmal gesprochen. Sie sagte, sie würde jetzt in den Schutzraum gehen. Israel scheint Gaza zu bombardieren. Sie hatte nicht verstanden, dass auf Nir Oz gefeuert wurde und die Terroristen bereits überall waren. Um 6:50 wundern sich plötzlich ihre Kinder. Seit wann weiß Mutter, wie man ein Video auf Facebook postet? Sie haben reingeschaut und mussten zusehen, wie ihre Mutter von der Hamas ermordet wurde. Die Terroristen haben den Mord gefilmt und es auf ihre Facebook-Seite geladen. So haben ihre Kinder, Enkelkinder und Freunde erfahren, wie Bracha Levinson ermordet wurde.
Hat sie alleine hier gelebt? Ja, sie hat alleine gelebt. Sie war eine sehr liebe Frau. Ich kannte sie seit 40 Jahren. Sie sind durch die Schränke gegangen, haben den Fernseher, das Fahrrad, alles, was einen Wert hatte, gestohlen. Wir kommen nun zu Bracha Levinsons bester Freundin, Hannah Katzir. Sie haben zusammen in der Wäscherei des Kibbutz gearbeitet. Sie waren sehr gute Freunde. This is how a house looks. So sieht ein Haus aus, bevor es niedergebrannt wurde. An jenem Morgen habe ich Hannah Katzir angerufen. Sie versteckte sich auf der Toilette. Etwas aufgebracht, sagte ich zu ihr: Was machst du in der Toilette? Du musst dringend in den Schutzraum. Es sind nicht nur Raketen, es sind Terroristen unterwegs. Geh in den Schutzraum und bleibe dort. Nun, stellen Sie sich vor, Sie sitzen in Ihrem Schutzraum und hören die Terroristen draußen Arabisch sprechen und Ihre Wohnung auseinandernehmen. Was wohl in Ihnen vorgegangen sein muss? In diesem Alter können die Leute davon an einer Herzattacke sterben. Ihr Ehemann saß in einem Rollstuhl. Er wurde von der Hamas am 7. Oktober ermordet. Sie haben ihren Ehemann ermordet und Hannah nach Gaza verschleppt. Dann kam die Nachricht, dass Hannah in Gaza gestorben sei. Sie kam jedoch zusammen mit anderen Geiseln wieder frei. Hatten Sie Enkelkinder? Ja, sie haben viele Enkel. Hannah Katzir kam immer zum Speisesaal, um Essen zu bekommen. Immer jeden Freitag kam sie zum Essen. Sie kam alleine. Sie war nicht immer im besten gesundheitlichen Zustand, aber tat alles für ihre Kinder und Enkelkinder. Wo lebt sie heute? Hannah ist im Krankenhaus. Sie kam zurück aus Gaza und dachte, ihr Ehemann sei nur verletzt. Dann bekam sie die Nachricht, dass ihr Mann am 7. Oktober ermordet und ihr Sohn Elad Katzir von der Hamas als Geisel genommen wurde. Ihr Herz konnte das nicht mehr verkraften. Sie wird nun künstlich beatmet und ist nicht mehr bei Bewusstsein. Ihr Sohn Elad Katzir, von ihm hat die Hamas im Januar 2 Videos veröffentlicht. Da war er sehr dünn, nicht in gutem Zustand. Und vor einer Woche hatten wir die Beerdigung von Elad Katzir. Von einem gefangenen Terroristen bekam die Armee die Information, wo sein Leichnam war. Nun haben wir ihn zurück und mussten ihn beerdigen. Er liebte Musik, Bier und Fußball. Darum haben wir an seiner Beerdigung alle ein letztes Bier auf ihn getrunken. Er war erst 47 Jahre alt. Wenn man dieses furchtbare Chaos hier sieht, sie haben einfach wild zerstört und nach Wertsachen gesucht, richtig? Sie haben regelrecht geplündert. Ja, absolut. Außer 3 sind sie in alle Häuser des Kibbutz eingebrochen. Davon müssen 80% neu aufgebaut werden.
Was heute wieder aufgebaut werden muss, wurde 1955 als Kibbutz Nir Oz gegründet. Damals gab es hier nichts außer vier Bäume. Er war und ist vor allem ein landwirtschaftlich geprägter Ort. Die Felder der Nir Oz-Bauern liegen direkt vor Gaza und reichen bis zum Grenzzaun, ungefähr 2 Kilometer entfernt. Die Armee riet den Bauern, bei Nacht zu ernten, um Scharfschützen zu entgehen. Auch wurde nicht weit von Nir Oz ein Terrortunnel der Hamas entdeckt. Und natürlich machen vor allem die willkürlich abgefeuerten Raketen seit über 15 Jahren das Leben in Nir Oz unsicher. Trotzdem haben die Bewohner hier ein kleines Paradies aufgebaut. Unser Kibbutz ist so wunderschön, mit seinen vielen Bäumen und Pflanzen. Wenn man die verbrannten Häuser außer Acht lässt, sehen Sie die Bäume, die Vögel, die Pflanzen und die vielen Schmetterlinge. Viele Leute haben Zitronenbäume im Garten. Liebe Zuschauer, wenn Sie diese wunderschöne Gegend hier sehen, dann müssen wir verstehen, dass das noch vor wenigen Jahrzehnten Wüste war. Dieser wunderschöne Garten hier, dieser wunderschöne Kibbutz Nir Oz, er wurde buchstäblich aus dem Nichts gegründet. Und wissen Sie was, hier haben sich uralte prophetische Worte erfüllt. Die Propheten notieren, dass die Wüste wieder blühen wird. Und das war einmal hier Wüstenboden. Und das jüdische Volk hat hier mit Gottes Hilfe eine wunderschöne Natur hervorgebracht. Und am 7. Oktober haben dämonische Kräfte versucht, das zu zerstören. Aber so wie ich auch Rita verstehe und sie heute kennengelernt habe, das jüdische Volk lebt am Israel Chai, sagt man hier. Und sie haben die Hoffnung, dass es weitergeht. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir im deutschsprachigen Raum, in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich mithelfen, dass das jüdische Volk hier in Frieden leben kann. Wir sitzen hier nun vor Ihrem Haus. Sie haben erzählt, dass Sie 3 Tage nach dem Anschlag hierher gekommen sind. Was ging in Ihnen vor, als Sie Nir Oz betreten haben? Als ich hierher kam, hat es sehr stark verbrannt gerochen, nach verkohlten Leichen.
Es roch, als wäre der Ort noch am Brennen. Auch die vielen verbrannten Autos um den Kibbutz herum. Es war ein furchtbarer Anblick. Es war schlimm, die verbrannten Häuser von Familie und Freunden sehen zu müssen. Vor allem das verbrannte Haus meiner Schwiegereltern, Jochevet und Odette Lifschitz. Das war sehr schwer. Denn wir waren uns sehr nah. Mein Herz ist in diesem Moment gebrochen. Sie wurden beide nach Gaza entführt. Um 8.30 Uhr des 7. Oktober eilten Jochevet und Odette Lifschitz in ihren Schutzraum und schlossen die Tür. Odettes Hand wurde angeschossen, weil er die Türklinke zuhielt. Bevor die Hamas in den Schutzraum kam, sagte er zu seiner Frau: "Wir sind im Krieg." Dann brachen sie die Tür auf. Jochevet Lifschitz verschleppten sie auf einem Motorrad nach Gaza. Sie wurde ständig geschlagen und in einen 40 Meter tiefen Tunnel entführt. Das Letzte, was sie von ihrem Ehemann sah, war, dass sie ihn bewusstlos aus dem Schutzraum zerrten. Sie dachte, er wäre tot. Sie war die erste Geisel, die nach 17 Tagen freikam, hatte 16 Kilo verloren und bestand darauf, selbst zu laufen. Sie wollte damit vermitteln, es gehe ihr trotz ihres großen Gewichtsverlustes soweit gut, in der Hoffnung, dass ihre Kinder sie im Fernsehen sehen würden. Hannah Katzir, in deren Haus wir vorhin waren, war zusammen mit Odette Lifschitz in Geiselhaft. Daher wissen wir, dass er noch am Leben war. Er ist ein Großvater von 9 Enkeln. Meine Schwiegereltern sind wie meine israelischen Eltern. Ich und Opa haben jeden Freitag ein Bier zusammen getrunken. Und bis heute komme ich noch jeden Freitag hierher, setze mich auf die Terrasse hinter dem Haus und trinke ein Glas Bier für Odette, in der Hoffnung, er möge bald zurückkommen. Odette und Jochevet Lifschitz. Ihre Familien stammen beide aus Polen. Wegen des stark zunehmenden Antisemitismus in Europa entscheiden sie sich zu fliehen und nach Israel auszuwandern. Jochevets Familie flieht 1933. Odettes Familie ein Jahr später. Jochevets Vater ist sehr religiös und Kantor in der lokalen Synagoge. Kurz vor Ende des Krieges erinnert sich Jochevet, wie ihr Vater die gesamte Familie zusammenruft, um Neuigkeiten aus Polen mitzuteilen. Seine Worte klingen nach Schock und Verzweiflung. Wir haben keine Familie mehr. Alle sind ermordet worden. An einen Gott kann ich nicht mehr glauben, denn gäbe es ihn, hätte er meine Familie verschont. Von diesem Tag an geht er nicht mehr zur Synagoge. Der Schock und das Trauma über den brutalen Verlust der Familie sitzen zu tief. Jochevets Vater wird alt genug, um noch die Staatsgründung am 14. Mai 1948 mitzuerleben. Die Familie verfolgt die Ausrufung des Staates am Radio. Jetzt hatten wir endlich ein eigenes Land, ein Land, wo wir das jüdische Volk wieder aufbauen konnten, erinnert sich Jochevet. Gleich am nächsten Tag wird Israel von seinen arabischen Nachbarn angegriffen und muss sich verteidigen. Israel gewinnt den Unabhängigkeitskrieg. Viele Araber fliehen in den Süden, nach Gaza. Im Gegensatz zu der Generation ihrer Eltern leben Odette und Jochevet nun nicht mehr als Minderheit in einem fremden Land, sondern sie sind nun die Pioniere, die wieder ihr eigenes Land haben und sie sind bereit, es aufzubauen und zu verteidigen. Beide Familien ziehen in den Süden Israels, wo sie an der Gründung des Kibbutz Nir Oz 1955 beteiligt sind.
Dort treffen sie sich zum ersten Mal. Odette war 16, Joche wird 17. 4 Jahre später heiraten sie. Odette bringt 2 Dinge mit in die Ehe. Einen Hund und einen Kaktus. Seither bepflanzen sie einen Kakteengarten gegenüber ihres Hauses. Das ist der Kakteengarten meiner Schwiegereltern. Sie haben das in über 60 Jahren aufgebaut. Es war ihr gemeinsames Hobby. Der ganze Garten ist voller Blumen und Kakteen. Sie wollten diesen Ort nie mehr verlassen. Wir wollten das Land und den Kibbutz aufbauen, eine Familie gründen. Das war unsere Vision. Damals gab es hier nichts außer 2 Hütten, 4 Bäumen und viel Sand. Aber Stück für Stück haben wir daraus ein Paradies gemacht, sagt Jochevet. Odette arbeitet in den Feldern, baut Kartoffeln, Karotten, Weizen und Baumwolle an. Jochevet hat den Hühnerstall unter sich und arbeitet in der Kibbutzküche mit. Sie glauben an ein gemeinschaftliches Leben, wo man alles teilt. Geld, Essen, Kinder hüten. Nach einem langen Arbeitstag auf dem Feld wandert Odette oft an die Gaza-Grenze, um mit den dort stationierten UN-Soldaten aus Brasilien ein Bier zu trinken. Danach marschiert er in ein nahegelegenes arabisches Dorf, um sich mit den Arabern zu unterhalten. Er spricht fließend Arabisch. Wie viele andere aus Nieraos auch, haben Odette und Jochevet immer geglaubt, ein Frieden wäre möglich. Odette hat noch bis 2 Wochen vor dem 7. Oktober vor allem Kinder aus Gaza in israelische Krankenhäuser gefahren. Das hat ihm viel bedeutet. Er wollte tun, was er kann für eine friedliche Nachbarschaft. Am 7. Oktober werden Odette und Jochevet nach Gaza verschleppt. Jochevet ist inzwischen wieder frei. Das Schicksal von Odette als Geisel in Gaza ist bis heute unbekannt. Hier sind wir nun im Haus von Odette und Jochevet Lifschitz. Alle 2 Wochen war die gesamte Familie hier. Sie haben für alle gekocht. Sie können sehen, wie viel Geschirr sie hatten. Freitagabends hat er mit seinen Enkeln und Urenkeln die Schabbatkerzen angezündet. Und nach dem Essen spielte er etwas auf dem Klavier für uns. Er konnte so schön spielen. Aus diesem Schutzraum hat die Hamas Odette und Jochevet Lifschitz entführt. Sie können noch die Einschusslöcher in der Türe sehen. Hamas brach hier ein, entführten Jochevet und schleiften Odette Lifschitz aus dem Schutzraum. Schauen Sie, das erinnert doch an den Holocaust. Odette Lifschitz wurde schwer verwundet. Und als sie ihn hier rauszerrten, verlor er sein Bewusstsein. Sie haben hier zusammen seit über 60 Jahren gelebt, haben ihre Kinder hier großgezogen. Sie haben dieses Land und diesen Kibbutz aufgebaut. Was denken Sie, warum es über 8 Stunden gedauert hat, bis die Armee nach Nieraos kam? Es waren Truppen unterwegs.
Kurz vor Nir Oz wurden sie aber zu einem anderen Kibbutz abkommandiert. Als die Terroristen wieder weg waren, kam dann schließlich die Armee. Sie haben die Überlebenden in öffentlichen Gebäuden gesammelt, um zu ermitteln, wer entführt, wer tot oder vermisst war. Ich bin durch den Kibbutz gelaufen und musste die niedergebrannten Häuser meiner Freunde und Familie sehen. Aus einem Paradies ist ein höllischer Ort geworden. Dann kam ich zu meinem Haus. Auf der Rückseite haben sie die Glastüre eingebrochen. Innen war alles durcheinander. Matratzen auf dem Boden, Schubladen ausgeräumt, Ausweis, Computer, Fernseher, war alles weg. Und das war ein Riesenchaos. Sie haben also die Tür aufgebrochen und haben Ihr Haus geplündert? Ja, genau. Sie haben im Haus geplündert und auch geschossen. Sie dachten wohl, ich sei drin und würde mich irgendwo verstecken. Man sieht Einschusslöcher in den Wänden. Und auf dem Dach waren sie auch. Sie nahmen wohl an, mich da oben zu finden. Der Kibbutz ist immer noch, selbst etliche Monate später, völlig verlassen. Es ist wie eine Geisterstadt. Wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie immer wieder hierher kommen? Wenn ich hier bin, laufe ich oft durch den Kibbutz. Ich kann ohne Nir Oz nicht leben. Der Ort ist wie eingraviert in meine Seele. Trotz allem, was hier passiert ist, ich versuche, meine Freunde dazu zu bewegen, wieder zurückzukommen. Meine Enkeltochter ist auch oft hier. Wir haben ein solches Glück gehabt. Manchmal stelle ich mir vor, was passiert wäre, wären wir auch hier gewesen. Vermutlich hätte die Hamas unsere ganze Familie entweder entführt oder ermordet. Zurzeit leben Sie teilweise im zentralen Israel mit den weiteren Evakuierten von Nir Oz und sind sozusagen ein Flüchtling im eigenen Land. Wie geht es Ihnen dabei, im eigenen Land als Flüchtling leben zu müssen? Das ist sehr schwer. Zuerst waren wir in Eilat für 3 Monate. Ich ging dann wieder arbeiten. Und an den Wochenenden habe ich Dinge wie Hundefutter, Waschmittel oder Kleidung für die Menschen besorgt. Denn alle von uns mussten fliehen, ohne irgendetwas mitnehmen zu können. Kein Handy, keine Kreditkarte, keine Kleider, keine Schuhe. Aber die Menschen Israels haben uns sehr unterstützt. Wir hatten nicht mal Shampoo, Haarbürsten, Zahnbürsten, nichts. Aus ganz Israel haben wir jedoch sehr viel Hilfe erfahren. Was wünschen Sie sich und Ihrer Familie für die Zukunft? Mein Wunsch ist, dass die gesamte Kibbutz-Familie wieder hierher zurückkommen kann. Und natürlich, dass wir unsere Geiseln frei bekommen. Was würden Sie von Christen außerhalb Israels erwarten? Christen in aller Welt haben ein großes und gutes Herz. Sie möchten Frieden. Und ich würde Sie bitten, hören Sie nicht auf zu beten. Beten Sie weiter für unsere entführten Geiseln. Ich war kürzlich in 3 Kirchen und habe zu Gott gebetet. Ich bin keine religiöse Person, aber ich gehe in Kirchen und bitte Gott um seine Hilfe, die Geiseln aus Gaza zu befreien und sie schnell nach Hause zu bringen. Thank you.
Wir gehen nun in den Speisesaal, dem zentralen Treffpunkt des Kibbutz. Im Kibbutz haben wir unsere eigene Poststelle. Hier sehen Sie zum Beispiel, dass eine gesamte Familie ermordet wurde. Das heißt, die roten Aufkleber bedeuten ermordet? Ja, und schwarz bedeutet entführt. Sie sehen hier eine ganze Familie entführt, ein älteres Ehepaar entführt, mehrere Paare entführt. Und blau bedeutet freigelassene Geisel. Hier zum Beispiel Jochevet Lifschitz, meine Schwiegermutter. Und Odette wird immer noch festgehalten in Gaza von der Hamas. Es ist schlimm, sich das ansehen zu müssen. Ermordet, entführt, ermordet, entführt. Dieser Saal ist das Herz des Kibbutz. Unser Kibbutz bietet immer noch gemeinsames Frühstück, Mittag und Abendessen an. Was so verbrannt riecht, ist die Küche. Sie haben die Küche zerstört und niedergebrannt. Hier haben wir die Bilder der Entführten. Das sind die Kinder der Bibas-Familie. Der kleine Kfir war erst 9 Monate alt. Und das ist sein Bruder, Ariel, 4 Jahre alt. Die beiden Kinder wurden mit der Mutter entführt. Und dies ist der Vater der Kinder. Ihn haben sie separat entführt. Um ihn psychologisch zu foltern, sagten ihm die Terroristen, seine Familie sei tot. Aber es gibt keine Hinweise darauf, dass sie tot wären. Ich glaube deshalb, dass sie noch am Leben sind. Ich möchte Ihnen sehr danken, dass Sie gekommen sind, um die Geschichte von Nir Oz zu erfahren. Die Geschichten unserer Freunde, die immer noch nicht zu Hause sind. Nun, ich habe Ihnen zu danken, dass Sie sich die Zeit und die Kraft genommen haben, uns all diese Schicksale zu erzählen. Ich möchte Ihnen aber auch sagen, dass in Deutschland, der Schweiz und Österreich es tausende Christen gibt, die an Ihrer Seite stehen und für Sie beten. Danke, vielen herzlichen Dank. Es war mir eine Freude, Sie hier zu haben. Das hier möchte ich Ihnen geben. Oh, wow, vielen Dank. Darauf steht, bring them home, bringen wir sie nach Hause. Auch für alle Gebete möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Wir hoffen, dass Ihre Gebete mithelfen, die Entführten nach Hause zu bringen. Das ist das wichtigste Anliegen. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, dieser Tag hier in Nir Oz war für mich sehr erschütternd. Alle diese Geschichten zu hören, das muss man zuerst mal verdauen. Und hier sehen Sie noch mal hinter mir die Namen der Menschen, die hier brutal ermordet wurden.
Und ich glaube, diese Dokumentation hat gezeigt, wie wichtig es ist, für Christen in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich, dass wir mehr denn je an der Seite Israels und des jüdischen Volkes stehen. Und dazu möchte ich Sie sehr ermutigen. Und wenn wir die Geschichten hören, dass noch so viele Geiseln dort in den Terrortunneln der Hamas festgehalten werden, dann möchte ich Sie ermutigen, beten Sie für die Geiseln, dass sie wieder freikommen. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen mit einem sehr schweren Gemüt, trotzdem mit einem herzlichen Shalom.